diese Idee Afrozentrismus ist innerhalb der afrikanischen Philosophie sehr kontrovers und wird von zwei Seiten angegriffen, innerhalb der afrikanischen Philosophie, nicht von außerhalb, sondern von innerhalb. Nämlich manche sagen, nein, das ist zu pauschal. Wir haben diese verschiedenen afrikanischen Kulturen. Es gibt nicht African Philosophy, afrikanische Philosophie, es gibt Yoruba-Philosophie oder Bantu-Philosophie. Und es wird auch von der anderen Seite angegriffen, nämlich von denjenigen, die Philosophie als universal betrachten wollen. Und sie sagen, nein, ich bin nicht nur Afrikaner, ich bin Mensch und ich will auf dieser Ebene philosophieren.